Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Amazon hat diese Woche in Seattle im Hauptquartier wieder sein jährliches Echo-Event abgehalten. Ich durfte live vor Ort sein und schon mal ein bisschen mit den Produkten rumspielen. Es gab, wie jedes Jahr, neue Echos. Also es gibt einen neuen Standard-Echo, dann gibt es den Echo Dot. Dritte Generation inzwischen, der hat jetzt so eine LED-Anzeige für die Uhrzeit. Dann gibt es Mini-Echos, die im Endeffekt nur die Sprachsteuerung sind, damit man sein Haus, also für Smart Home, damit man da einen Ansprechpartner hat, damit man sich halt nicht in jeden Raum so ein Echo Dot packen muss, wobei die Pi mal Daumen im Angebot gleich viel kosten. Dann gab es aber endlich den Echo Studio, endlich mal so einen dicken, fetten Echo-Lautsprecher. Erinnert stark an den HomePod von Apple, auch wenn er unten offen ist und natürlich deutlich weniger kostet. Aber hat auch Auto-EQ drin, sprich, der passt sich an den Raum an. Man kann zwei davon zusammen betreiben und endlich, und das gilt aber auch nur für den Studio-Lautsprecher, kann man den an Fire-TVs betreiben. Bedeutet, den kann ich endlich mit dem Fernseher koppeln, um da mit dick, fett, Bass und sonst wie Surround-Sound zu genießen. Muss man aber erstmal gucken, die ganzen neuen Echos kann man ab jetzt vorbestellen, kommen so Mitte Oktober bis November irgendwann raus. Von den Amazon-Töchtern Eero für besseres WLAN und Ring für Überwachung und Sicherheit zu Hause gab es auch neue Produkte. Aber dann kamen die Überraschungsdinger. Ein bisschen ist ja geleakt, dass es Kopfhörer von Amazon geben soll. Echo Buds, natürlich, wie sollen sie sonst anders heißen? Ne? Haben Noise Reduction, kein Canceling, in Zusammenarbeit mit Bose drin. Wobei Bose dann, nachdem Amazon das vorgestellt hat, so, wir machen das in Zusammenarbeit mit Bose, kam Bose um die Ecke und hat gesagt, ja, aber das ist ja im Endeffekt nur die kleinere, abgespecktere Technologie. Wir bringen demnächst ja auch noch eigene In-Ear-Kopfhörer mit richtigem Noise-Canceling raus. So, auf jeden Fall, um da dann auch wieder den Assistenten drin zu haben. Und dann kamen die Überraschungsprodukte, zwei Stück, die keiner auf dem Plan hatte. Und das muss man ja immer so sagen. Inzwischen sind die mit eigentlich die einzigen, die noch Produkte geheim halten können. Wahrscheinlich, weil die keine anderen Händler haben oder Händler erst später mit Informationen beliefern und nicht wie bei Smartphones und sowas, wo man erstmal zu Händlern hingeht und sagt, wie viel tausend Geräte möchtet ihr uns denn bitte abkaufen, und die natürlich Informationen brauchen und darüber kann sowas dann leaken. Und dann auf jeden Fall, was gab es? Ein Alexa-Ring. Ja, ein Ring, da kann ich dann reinsprechen und dann kann ich mir den mit Lautsprecher ans Ohr halten, was denn Alexa mir mitzuteilen hat, und eine Brille. Ja, da, warum auch nicht? Also ihr seht, Amazon baut seinen Gerätekosmos weiter eifrig aus. Andere Hersteller waren aber auch nicht untätig. Xiaomi, die hatten ja letzte Woche bereits ihre Note 8-Serie, Note 8 und Note 8 Pro mit einem MediaTek-Prozessor vorgestellt. Aber jetzt gibt es auch noch ein Mi Mix Alpha. Und das Besondere an dem Gerät, es hat vorne ein ganz normales Display, um die Seite auch komplett Display und auf der Rückseite geht das Display dann auch noch weiter. Sieht natürlich sehr interessant aus. Ist natürlich die Frage, wie steuert man das? Wie ist da die Handerkennung? Und wenn man sich das kurze Video von Xiaomi anguckt, wo das dann rumgedreht ist, das Display sozusagen auf der Rückseite leuchtet nicht permanent, sondern es leuchtet immer nur die Seite, wo man drauf guckt. 360 Grad Display ist es nicht, denn man hat auf der Rückseite so einen schmalen Streifen, wo noch Kameras sind. Unter anderem die neue 108 Megapixel Kamera von Samsung, wo aber Xiaomi, glaube ich, mit ein bisschen entwickelt hat. Frontkamera gibt's nicht, braucht das Gerät ja nicht, denn wenn ich ein Selfie machen will, drehe ich es einfach rum und habe dann da auch noch genug Display, um mich dann selber zu sehen. Jetzt kommt's, soll erst 2020 rauskommen, und wenn man den Preis umrechnet, landet man dabei 2800 US-Dollar. Das ist natürlich nur so ein Versuchskaninchen, um zu zeigen, guck mal hier, andere machen Faltdisplays. Gut, daran soll Xiaomi auch arbeiten, aber jetzt ein Rundum-Display beim Smartphone. Sieht schon interessant aus, aber ich meine, ist so eine Konzeptstudie, ne? Mit begrenzten homöopathischen Stückzahlen werden da sehr wahrscheinlich in den Markt kommen. Aber ich meine, wenn Samsung und Huawei Faltdisplays machen, warum da dann nicht auch mal was Neues, um mal zu zeigen, guck mal hier, wir hauen auch was erst als Erster oder was Cooles, coole Konzepte als Erster raus. Und apropos noch was anderes, OnePlus, von erstes komme ich auf OnePlus. Die haben jetzt in Indien endlich das OnePlus 7T vorgestellt. Das ist das hier bereits, ist ein bisschen länger und größer geworden, 20:9 Formfaktor und 6,55 Zoll. Hat das 90 Hertz OLED-Display vom 7 Pro abgestaubt und auch die Kameras. Zumindest bis auf die Zoom-Kameras sind die identisch. 3800 mAh Akku, und jetzt kommt's. Ein Preis, wissen wir noch nicht. Also die Presse hat schon Samples, in Indien kann man es schon kaufen, aber die Preise kann man ja nicht umrechnen. Deutsche Preise gibt es erst zum 10.10., wenn die ihr London-Event machen.
Ja, da hängt man ein bisschen. Smartphone einordnen ohne Preis. Schwierig. Und apropos Smartphones. Checkmate! Sicherheitslücke auf älteren iPhones. Wobei ältere iPhones bedeutet iPhone 10 und früher. Naja, es wurde jetzt eine Lücke entdeckt, die App, eine Hardware-Lücke, die Apple auch nachträglich nicht fixen kann. Und da freuen sich jetzt die es entdeckt haben, weil es halt einen Jailbreak ermöglicht. Natürlich wieder ne, bis zum nächsten Neustart, aber die ist da. Apple kann es nicht fixen. Das bedeutet für unsere Jailbreak-Freunde, die gehen ab. Andere, und das ist natürlich das, was sich als Schlagzeile viel besser macht, Sicherheitslücke, ne? iPhones sind in Gefahr. Natürlich ist es so, wenn ich da Nummer 1, ich muss physisch an das Gerät rankommen. Es ist halt nicht so Kategorie, ich gehe auf eine Website und fange mir irgendwas ein oder ich öffne einen Mail-Anhang oder irgend sowas. Nein, man muss das Gerät haben, muss es mit einem Rechner per Kabel verbinden und dann hat man da auf gewisse Dinge Zugriff. Jedoch muss man da ja auch sagen, alles, was hier nach wie vor verschlüsselt auf dem Gerät ist, ist auch danach immer noch verschlüsselt. Wenn man das Gerät aber mal aus der Hand gibt, ne, und alles, was man ab da dann eingibt, könnte natürlich, wenn das Ganze missbraucht wird und die entsprechende Software oder von jemandem draufgespielt worden ist, ab da dann noch abgegriffen werden. Aber so das jetzige Zeug, das, was jetzt gerade so die Runde macht, nein, da muss man sich keine Panik, also keine Angst machen, solange man das Gerät natürlich nicht aus der Hand gibt. Und man muss ja ganz ehrlich auch Zielgruppe sein. Was weiß ich, Aktivisten, Journalisten bei Grenzübertritt und wenn man dann das Gerät eh aus der Hand gibt, dann weiß man ja schon, okay, das können wir eigentlich direkt behalten. Das nur am Rande. Aber wie gesagt, die Jailbreaker, die freuen sich. Unsere Freunde vom EuGH haben ein neues Urteil gefällt in der Sache Google und Recht auf Vergessen international weltweit. Hintergrund ist ja, dass es jetzt dieses Recht auf Vergessen in Europa gilt und dass, wenn jemand das dann beanspruchen möchte, dann dürfen ja, egal wo ich in Europa suche mit Google, die Suchanzeigen, die derjenige nicht sehen, angezeigt werden möchte, dürfen von Google nicht angezeigt werden. So, jetzt hat aber jemand gesagt, Moment, das ist aber blöd, wenn jetzt jemand in Australien oder in den USA sucht, dann kriegt er das ja nach wie vor angezeigt. Und dann hat die französische Datenschutzbehörde gesagt, Google, du musst das auch außerhalb, weltweit darfst du diese Sachen nicht mehr anzeigen lassen. Das ging jetzt vor den EuGH und der EuGH hat gesagt, nö, muss Google nicht, ne? In der EU, im EU-Recht werden sie dazu nicht verdonnert. Ist natürlich auch so eine Sache, wenn das von ne, für andere Kontinente dann mitgilt. Jedoch hat der EuGH, bevor jetzt einer Jubelschreie sagt und sagt, ne, ich google dann mal mit einer anderen Domain-Adresse, weil das geht ja auch, ne, Proxys, VPNs sind eure Freunde, wenn ihr andere Sachen angezeigt werden möchtet. Bei Google macht es gar nicht mehr so einfach, da international direkt alles angezeigt zu bekommen, meine ich. Aber der EuGH oder die Richter haben direkt es offen gelassen, dass es nicht gegen EU-Recht derzeit verstoßen würde, wenn ein EU-Land, wie in diesem Fall sagen wir mal Frankreich, sagen würde, wenn die ein eigenes Gesetz erlassen und dann Google verpflichten, du musst es weltweit, darfst du diese Sachen nicht anzeigen. Der Weg steht denen offen. Das wäre möglich. Ist aber, soweit ich weiß, hat das noch kein EU-Land umgesetzt. Kommen wir noch zur Unterhaltung der Woche. Ja, ich weiß, Star Wars, The Fallen Order gibt einen neuen Trailer. Dauert ja aber noch ein bisschen, bis das Spiel rauskommt. Da freut es mich gerade aktuell mehr, dass Marvel oder Disney und Sony sich geeinigt haben, dass wir einen weiteren Spider-Man-Kinofilm sehen werden. Es freut mich natürlich, also, weil mit der Rechten ist immer so eine Sache, aber sie haben sich geeinigt und wir werden irgendwann noch mal was sehen. Dann, meine Unterhaltung der Woche war im Flieger. Da habe ich ein paar Filme gucken können. Nummer 1, Man in Black International. Ich habe nur Schlechtes drüber gehört. Meine Erwartungen waren unterirdisch niedrig. Aber es war ein okayer Klamauk-Film. Jedoch, das, was mich umgehauen hat, war Green Book. Der hat, glaube ich, Anfang diesen Jahres den Oscar für den besten Film bekommen. Ich wollte ihn immer gucken, bin nie dazu gekommen. Inzwischen gibt es den auch auf Netflix. Bloß nur als Hinweis, weil es mir aufgefallen ist. Und dann habe ich mir den im Flieger angeguckt und ich war hin und weg. Richtig guter Film. Klar, an zwei Stellen haben sie es ein bisschen überzeichnet, übertrieben, ne, mit diesen Klischees, wo sie dann auch hier und da spielen. Aber ich fühlte mich echt gut unterhalten. Also das fand ich einen richtig gut gemachten Film. So, und ein altes Squirty gibt's auch noch. Es gibt mal wieder das Rebellen-Allianz-T-Shirt mit ganz vielen Schiffen. Das soll's aber jetzt auch schon wieder gewesen sein mit VTS 5, Folge 11 ist vorbei. Euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da ist im Moment jetzt wieder richtig viel... Nein, bist du... Nein, du sollst auch keine E-Mails...